Großartige Gasthäuser mit erstklassiger Bierkultur gibt's in Wien ja viele. Aber eine eigene Fleischhauerei mitten im Lokal hat nur der Braterwirt. Und hier zeigt uns Daniel Steintal, wie man so richtig gute Chorizo macht. Hallo Daniel, servus. Servus, hallo. Hallo, grüß dich. Servus. Hallo. Braterwirt, ein hippes Gasthaus, das aber nicht nur ein Gasthaus beim Prater ist, sondern es heißt eine Fleischerei auch. Und vor allem, ihr macht zwar entscheidend gute Würste. Kann ich mir mal anschauen, wie so Chorizo gemacht wird? Heute machen wir Chorizo gemeinsam. So fantastisch, ist es. Großartig. Machen wir. Kommst gleich mit mir um die Ecke? Ja. Yep. Verstehe, verstehe. Also das ist irgendwie the place where the magic happens. Das ist the place where the magic happens, genau. Das heißt, echt eine kleine Fleischhauerei. Das ist eindeutig Speck. Das ist eindeutig Speck. Bauch oder Rücken? Das ist in dem Fall Bauch, also wirklich die Schwarte. Ja, da haben wir ein Fleisch. Genau, das ist was? Schweinschulter in dem Fall. Okay. Alternativ ginge auch Schopf. Da haben wir dann schon die Gewürzmischung, die habe ich schon vorbereitet. Da ist geräucherter Paprika, Salz, ein bisschen Pfeffer, Knoblauch, ein bisschen Zwiebel, Thymian. Honig und ein bisschen Rotwein drinnen. Hola, was kann ich machen? Du könntest mir das Schwein schneiden und circa 3x3 cm Würfel. Also okay, das schaffe ich. Ich mache dabei den Speck. Das heißt, um die Wurst charakterisieren zu können, sie ist erstens roh, ja, zweitens ziemlich fett, drittens ziemlich grob und viertens ziemlich ist geil. Ziemlich viel Paprika drin und das ist insgesamt eine gute Mischung. Genau so ist es. So, das heißt, wir machen es klein? Wir machen es klein, korrekt. Du kannst mir die ganze Masse jetzt mal da oben drauf knallen. Okay. Und da den grünen Knopf betätigen. Immer nachstopfen. Ja, man sieht ja nicht, wo das Loch ist. Ja, das ist eine Gefühlssache. Genau, aber schau, du siehst, das Brät kommt schon raus. Und du siehst jetzt auch, wie schön sich das Fleisch mit dem Fett vermischt. Das heißt, wir haben da keine trockene Wurst, sondern wirklich. Na, das kann eher keine trockene Wurst werden, glaube ich. Das braucht man nicht. Nie im Leben wird das eher trockene Wurst. So, dann gehen wir da rüber wieder. Wir nehmen jetzt unsere Gewürzmischung, die kannst du eben mit dem Gummihund da ran. Na, ganz schön pickert. Ja. Wahnsinn, wie jetzt dieser geräucherte Paprika zum Duften anfängt. Ja. Also, weil das ist schon ein extrem verführerischer Geruch, muss man sagen. Absolut. Also, man ist ja fast dazu verleitet, einmal roh reinzufahren. Ja. Paprika muss man halt immer aufpassen, dass man nicht zu viel erwischt, weil sonst wird es bitter. So, reicht? Ja, lass mich schauen, schaut perfekt aus. Wunderbar. Wir kriegen es in die Wurst, indem wir es da in diese Tonne reinwerfen und wirklich werfen. Ich zeige dir das einmal, da können wir ruhig so grob reinfahren. So eine Art Schneebälle machen. Und du machst das jetzt. Ich halt, du wirfst. Vielleicht treffe ich dich nicht. Ja. Und richtig, jawohl, perfekt. Dass wir eben so wenig Luft wie möglich in der Masse haben. Ist klar. Perfekt. Und einmal noch. So, das ist jetzt dann unser Darm. Naturdarm ist Ehrensache. Natur und Darm ist Ehrensache. Es ist immer wieder so ein Wahnsinn. Wenn man überlegt, dass das einmal in einem Tier drinnen war, so lang, so dünn. Das stimmt. Und das füllen wir da jetzt genau, drauf. Wir ziehen jetzt quasi, wir suchen uns ein Ende. Einfach so aufziehen. Ein Wahnsinn. Und dann ziehen wir das so vorsichtig nach. Ja. Nicht ungeduldig werden. Gut, Florian, du betätigst die Kurbel, ich zieh die Wurst nach. Mehr, 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 mehr. Geht noch was? Ja, okay, da hinten ist es gar nicht so leicht. Ein bisschen was kommt noch raus, oder? Gut, dann machen wir ein kleines Würstel. Und das Tolle bei den Chorizo, die sind jetzt ja fertig. Also die sind jetzt fertig. Die müssen jetzt nicht mehr geräuchert oder sonst irgendwas werden, sondern die kommen jetzt so in die Pfanne. Die kommen jetzt so in die Pfanne, genau. Also meine Rohbratwurst. Nachteil halt ist, dass sie halt nur sehr kurz haltbar sind. Ja. Dann nehmen wir uns zwei mit und hauen uns die am Grill. Fantastisch. Schauen wir mal, ob wir zufrieden sind mit unserem Produkt. Oh. Wunderbar. Rein damit, wir haben kleine Flamme. Du siehst, es brutzelt schon. Genau, und die lassen wir jetzt
so da drinnen garen. Machen wir hier einen kleinen Stich rein. Wir können dann auch mit der Glosche arbeiten, damit wir einfach eine schneller durchhitzen, eine Umluft super. Drinnen haben. Genau. Okay. Jetzt schauen wir mal an, was sich da drinnen tut. Du siehst, da kommt schön das Fett raus, die Farbe. Herrlich, der Duft. Reinriechen. Alter Schwede. Machen wir wieder zu und warten kurz. Wir können dabei den Tisch herrichten, Teller herrichten. Gut gemacht. So, da haben wir unsere... prachtvoll. Ich nehme das Zerrissene. Nimm, was du magst. Ja, also, da sieht man natürlich, was das für eine irrsinnig grobe, lockere Wurst ist. Genau. Herrlich. Bist zufrieden mit deinem Produkt? Alles super. Du schmeckst halt wirklich den geräucherten Paprika raus. Leichte Säure vom Wein, das bisschen herbe. Ich bin mir ein, man schmeckt den Wein schon auch ein bisschen. Ja. Aber die Mischung mit dem Fett macht es dann einfach wirklich zu einer suave Wurst. Eine super Wurst. Tschechisches Bier direkt aus dem Tank. Sehr zum Wohl. So lasst sich's leben.